Ja, mein Schatz, willkommen zurück bei Let's Play Rome Total War. Und zwar mit der versprochenen Schlacht, die ich ja hier eben angekündigt habe im Part zuvor. Jetzt ist nur die Frage, welche Armee greifen wir zuerst an? Greifen wir die größere an? Ich denke ja. Oh. Ah, okay. Machen wir mal der Restebeseitigung hier sozusagen. Und nehmen mal die kleinen Armeen hier aufs Korn und schicken die dann zu was auch immer. Wer ist denn in der Unterwelt aktiv bei in der griechischen Mythologie? Ist das Hades? Ja, Hades dürfte das gewesen sein. Hades, wir schicken sie zu Hades. Machen sie fertig. Ja, das ist schön. Starten wir die Schlacht. Dort sind die Feinde. Sind aber dicht dran. So, Jungs. Ihr seht aber nicht mehr ganz fit aus. Meine Einheiten sind bereit, euch so ein bisschen kaputt zu machen. Seid ihr damit einverstanden? Scheinbar nicht. Ihr seht nicht so sonderlich froh aus da auf euren Pferden. Ihr hier auch nicht so. Liegt vielleicht auch daran, dass die besten Hauptlichten der gesamten Welt gegen euch stehen. Das sind gepanzerte Hopliten mit einer unfassbaren Angriffskraft. Und einem General, der nicht mehr sprechen kann. Und einer Moral wie keine andere. Seht sie euch an, denn das werden eure letzten Einheiten oder die letzten Eindrücke sein, die ihr in dieser Welt sehen dürft. Wie war das eben mit dem General? Kann ich mehr sprechen? Das ist natürlich ein kleines Problem. Jetzt lauft nicht weg. Ich weiß zwar, dass ihr Angst habt, aber so viel Angst braucht man jetzt auch nicht haben. Also da kann man auch mal eben so kämpfen gegeneinander. Fällt das nicht so auf. Das Ding ist, sie kämpfen bergab. Das heißt, wir haben sowieso schon einen kleinen Nachteil. Aber nur klein. Frage ist, wann können die werfen? Ich würde ja gerne die Kavallerie als erstes ausnocken und dann bestens gerüstet sein. Oh. Die Truppen sind in Position und jetzt werden wir scheinbar vielleicht mal angegriffen werden. Oder auch nicht. Ich kann die Marschformation der Feinde nicht so recht deuten. Wartet ihr jetzt auf uns oder was? Nein. Bloß nicht hier Klamauk machen. Ich würde euch gerne in dieser Formation belassen. Das sind schon solche Schisser, ne? Nur blöd, dass wir eure Sprache können. So, habt ihr noch letzte Worte, meine Freunde? Marschier.
So. Bewegung, Bewegung. Bewegung, Bewegung. Würdet ihr verdammt mal das auf... Seid ihr bescheuert oder was? Würden ein bisschen besser reagieren hier. Kavallerie gefällt mir nicht. Wo laufen die vor allen Dingen hin? Ich hab gesagt, die sollen zu unseren Truppen laufen. Bescheuert. Ah. Meine wenigstens das. Hallo. Seid ihr bescheuert oder was? Ja, das ist wieder mal so ein Beispiel von KI für den Arsch. So, hier sind noch 7 Truppen da, oder 7 Einheiten. Mal sehen, ob die wirklich so bescheuert sind und hiermit in die... Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Okay, also mein. Da kommen auf jeden Fall die Reiter hinterher. Und dafür sind die ja immer gut. Wunderbar. Das war... schön. Dieser Sieg ist der Götterwürdig, ja genau. Wir wissen es, wir wissen es. Und jetzt kommt keine Musik, schade. 7 Einheiten haben überlebt. Ich schätze mal, die Armee ist zerstört. Sehr schön. Feindarmee vertrieben. Und dort ist eine weitere, aber die greifen wir jetzt nicht an. Das wäre jetzt so einfach. Makedonische Kavallerie. Okay, das ist ein etwas härteres, wie sagt man, Kapitel. Würde ich jetzt mal so schätzen. Schätzungsweise so.
Korinth. Was kann man in Korinth denn Wunderbares ausbilden? Hier, die kann man auf jeden Fall fortbilden und dann hier nochmal ausbilden und dann, oh, die Mauern sind noch nicht repariert. Gut, dann machen wir das auch nochmal. Und hier dürfte ein... Oh, scheiße. Den Plan mit den Spionen hatte ich scheinbar schon mal. Dementsprechend können wir ja hier ein bisschen weiter. Oh, dort ist eine feindliche Armee von Hopliten. Hätte ich ja schon Lust, die anzugreifen, aber... Naja, irgendwie haben wir hier keine Truppen, die das wirklich bewerkstelligen können. Dementsprechend lassen wir das nochmal. Gut. Korinth ist auf jeden Fall sehr schön. Ah, hier gefällt mir das noch nicht so, die ganze Situation, aber... Nun gut. Das liegt vielleicht auch daran, dass hier nicht so eine gute Stimmung herrscht. Von was wird denn das belagert überhaupt? Ach, von den Römern wird der Hafen belagert. Das ist ja ein Ding, du. Das ist ja ein Ding. Ich denke die ganze Zeit, oh, ich kann da keine Schiffe machen und... ist das ja scheiße hier. Müssen wir die doch aber in die Luft schlagen. In die Flucht schlagen. Da muss euch hier mal hier. Ich wusste gar nicht, dass man in diesem Teil die Häfen mit den Truppen so besetzen kann. Das wusste ich gar nicht. Das ist auch schon mal schön, dass ich das jetzt merke. So. In den Beispielen. Ach, sieht das schön aus. Positionierung starten. Das ist doch eine Positionierung, die funktioniert. Nein! Das habe ich gemacht. Och, sehen Sie nicht süß aus. Befehl erfüllt! Marschiert auch noch ein bisschen weiter hier. So, die Kavallerie schicken wir jetzt mal auf die Flanken. Mal sehen, was da der Feind so gegen macht. Irgendwie muss er ja darauf reagieren. Und er reagiert auf jeden Fall so darauf, dass wir... Er macht eigentlich gar nichts. Der General von denen ist tot und die Armee ist weg. Götterwürdig. Ein Tag des Triumphes, um darüber Lieder zu machen. So sehe ich das auch. Ein klarer Sieg. Komisch. Woran liegt das bloß? Daran vielleicht, dass ich die gesamte Armee ohne Verluste bezwingen konnte? Man weiß es nicht. Sieg und Ehre. Unmöglich sein. Jetzt stehen wir hier aber ein bisschen blöd. Das ist scheiße. Da wollte ich jetzt eigentlich noch diese Armee angreifen. Unmöglich sein. Unmöglich sein. Gut. Angriff. Ah, so geht es doch.
Ich brauche aber keine Verstärkung und der Computer soll die auch nicht machen. Gut, dann kümmern wir uns mal eben darum, das Skipionenzeug hier wegzuschicken. Mut kann man lernen, wie ein Kind das sprechen. Euripides. Listen and Euripides. Eure Verstärkungen sind eingetroffen. Diese Nachricht bringt Hoffnung mit sich. Naja. Wer hier irgendwie keine Hoffnung hatte, der ist auch ein bisschen schwachsinnig. Auf unserer linken Flanke kommt das große Heer der Griechen. Nur wird es ihrer Hilfe nicht. Ey, was KI-Verstärkung? Ich hab da eben den Haken extra rausgenommen. Seid ihr bescheuert oder was? Ihr habt doch gesehen, dass ich den Haken da rausgenommen habe, oder? Will mir das Spiel wieder mal verarschen hier? Oder was ist da los? Lob sei den Göttern! Die Herzen unserer Feinde sind mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen! Pass auf, der Gegner kriegt's noch. Also der Verbündete kriegt noch hin, Einheiten zu verlieren hier. War sehr schön, dieser Tempel hier. Der ist auch wunderschön. Nur um mal das zu machen hier. Jawoll. Ich finde die griechischen Generäle sehen auch cooler aus als die von den Römern. Um ja ernsthaft zu geben. Ihr kleinen Piffnasen hier. Da hinten läuft der römische General. Der sieht doch scheiße aus. Ah! Da kommt die Verstärkung. Da sind doch nur noch zwei Einheiten. Drei, pardon. Weil der General da noch zwischenkreucht. Der dürfte dann auch gleich sterben. Und der letzte wurde vom General getötet. Dieser Sieg ist der griechischen Soldaten würdig. Jawohl. Heil dem griechischen Land. Heil der griechischen Staaten. Oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ja, Strategos. Stoßt vor. Schwertträger. Er wird auf jeden Fall besser. Wenn der hier wahrscheinlich besser für den Kampf geeignet wäre. Messada geht es auf jeden Fall jetzt besser als vorher. Das sieht man doch gerne. Die werden aber wahrscheinlich in der nächsten Runde dann belagert werden. Je nachdem, wie das aussieht dann. Dort ist ein makedonisches Mitglied der Familie. Und hier sind auch noch Makedonier. Diese Armee, gut, Bogenschützen haben sie. Das ist das Einzige, was ein bisschen problematisch sein könnte. Aber nur könnte, weil wir sind ja... Diese Bogenschützen, ja. Und dann noch von Makedonien. Nun gut. Hab schon schlimmere Scherze gehabt. Haha. Was? Nun gut. Kann man hier einfach mal... Huch. Nein, nicht niedriger Steuersatz. Komm, hier, 1400 holen wir doch mal dazu. Hier wird überall was ausgebildet. Dann gehen wir doch mal eine Runde weiter. Und schauen noch mal, was in Makedonien hier so auffährt. Aber das, die fahren nichts auf. Die haben nichts gemacht. Haben die was gemacht? Ja, eine Truppe hierhin geschickt. Etwas größere. Die wollen anscheinend Korinth wieder haben. Und das machen sie aber. Das kriegen sie aber nicht.
Können Sie vergessen. Baubericht. Volljährigkeit. Wunderbar, ein neuer General. Wir werden auch so gleich mit einer Aufgabe betreuen können, und zwar mit der Einnahme von ganz Griechenland. Scheiße. Oh Gott, ich dachte gerade. Ach, der ist sogar gut in Sachen Dingsens. In Sachen Kommando. Dann rekrutieren wir mal Söldner. Ich glaube, ab einer gewissen Anzahl von Söldnern, die man sich dazu holt, kriegt er dann auch noch einen Punkt auf Kommando dazu, weil er dann halt einen Sklaven oder Söldner Händler dabei hat, irgendwie so. Ich glaube, da kriegt man dann plus ein Kommando. Je nachdem. Ich hatte das früher mal gemacht, ordentlich Sachen geholt. Kleinstadt wächst. Larissa ist gewachsen. Dann bauen wir doch mal einen Statthalterpalast. Kleinstadt wächst. Messana. Ach, wunderbar. Siehst du, einmal Messana befreit. Alle freuen sich und dann plötzlich geht es der gesamten Insel wieder gut. Syrakus macht Schulden, aber okay. Da werden wir andere Städte, die da Geld wieder reinspülen. Auch hier Halikaloptus oder so. Wie immer das heißt. Gut, das sieht auch ganz schön aus hier. Und finde ich auch gut, dass das Geld sofort abgebucht wird, sozusagen. Anführungsstrichen. Wird hier, ja, da werden die Kavalleriestelle gebaut. Das ist gut. Das ist sehr schön. Das freut mich. Können wir eigentlich auch mal eine Holzmauer bauen, dann eigentlich schon. Wir haben, glaube ich, hier schon Mauer, ne? Holzperlisaden haben wir da, okay. Brauchen wir eine Holzmauer. Irgendjemand meinte, ich sollte das um Himmels Willen doch unterlassen, Mauern zu bauen, weil das mit Hobbiten so schlecht zu bewachen ist. Nun gut, ich fand das jetzt in der ersten Belagerungsschlacht, die ich da verteidigt habe, fand ich das jetzt nicht ganz so schlimm. Also das muss ich ja ernsthaft zugeben. Aber nun gut, man weiß ja nie. Vielleicht habt ihr auch wieder recht und ich habe keine Ahnung. Oder so, wobei das passiert ja. Passiert ja nie, ich habe ja immer eine Ahnung. Wir bauen eine Kanalisation. Oh, scheiße. Hier kann aber viel gebaut werden. Ach stimmt, hier habe ich ja auch schon durchgeguckt, was man denn hier alles bauen könnte. Eine Stadtkaserne. Ich würde ja gerne so einen Schützenplatz bauen. Aber der kostet noch zu viel. Agora. Oder einen Schmied. Oder beides. Oder einen großen Tempel der Aphrodite. Ah, so langsam blüht und gedeiht das Reich der Griechen. Mein Herr, begebe mich in Position. Wir sitzen fest, Herr. Mein Herr, begebe mich in Position. Steht da eigentlich so eine Riesentruppe? Ach du Scheiße. Östliche Infanterie. Das sind aber ein paar mehr Einheiten, du. Da muss ich ja ernsthaft sagen, du. Das ist, Sensenstreitwagen. Ach du meine Güte. Ich hoffe, die erklären uns nicht den Krieg. Ja, Meister. Will ich nicht so schön. Nicht so schön finden. Ist mein Diplomat gestorben? Ich habe das nicht mitbekommen. Scheinbar, ne? Ah ne, da ist er. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Sehr schön. Gut. Dann weiß ich auch schon nicht mehr als vorher. Was sind hier alles an Diplomaten? Ägyptischer Diplomat. Dann ist hier ein Seleukidischer, dann noch ein Seleukidischer, hier noch ein Parthischer. Oh, Pater. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Pater, ich möchte beichten. Was? Nee, das meinte ich nicht. Gut. Dann, hier ist der Weg versperrt gewesen. An sich läuft das ja eigentlich.
Das Reich könnte noch schneller größer werden, aber dafür fehlt es mir an Aggression. Noch habe ich nicht die Aggression, die ich brauche, um hier Makedonien einfach mal eben so wegzuschnitzeln. Außerdem fehlen mir noch ein paar hochklassifizierte Truppen, wie beispielsweise eine ordentliche Kavallerie. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Die bilden wir nochmal fort. Kann ja nicht schaden. Die bilden wir auch mal fort. Dann sind die fort. Schrittlicher. Fahren mit dem Fort. Und sitzen in ihrem Fort. Ha! Oh mein Gott. Gut. Syrakus, du machst immer noch Schulden. Huch, nein, das wollte ich gar nicht. Syrakus macht Schulden. Messana freut sich. Freut sich wieder, um genau zu sein. Aber weißt du, wir machen hier mal kurz den Seehorn, damit ich sehe, wie rot das ist. Und dann machen wir den wieder raus. Gut. Das musste sein. Tut mir leid. Was ist hier? 4. Und hier sind auch 4. Und das sind auch 4. Hier hinten sind 2, 4, 6, 8 Truppen. Das bedeutet 16, oh mein Gott, 22 Truppen sind hier. 16 bin ich doof, 22, ne, 8 und 8 sind 16, 20, pardon. Tut mir leid, Kopfrechnen, bisschen eingerostet. Nun gut, ich würde sagen, man sieht sich im nächsten Part wieder. Würde ich jetzt so mal so spontan raushauen. Bitte schreibt mal alle in die Kommentare, Ägypten ist schlecht und Griechenland ist gut. Das würde mich sehr freuen. Oder schreibt in die Kommentare, Makedonien, Buh und so. Oder Griechenland vor noch ein Tor oder irgendwie sowas, was Griechenland halt hoch heißt. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.